Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht's um den Karl und seine Aufgabe. Drücke auf Stopp und lese sie dir durch. Du kannst sie auch schon alleine bearbeiten. Als erstes markiere ich, was wichtig ist. Er kauft ein für 4 x 25 Cent, für 6 x 35 Cent und insgesamt bezahlt er mit einem 5-Euro-Schein. Und so sieht die Aufgabe in einem Streifenmodell aus. Es gibt 4 mal die 25 Cent, es gibt 6 mal die 35 Cent, es bleibt ein Fragezeichen und 5 Euro kostet es insgesamt. Das heißt, ich kann berechnen, wie viel bekommt er zurück. Und das ist jetzt auch gleich die Frage. Wie viel bekommt Karl zurück? Schreibe ich die Rechnung zusammengefasst auf, habe ich 4 mal 25 Cent, also 4 mal 0,25 und 6 mal 0,35. Ich rechne zuerst die Malaufgaben und erhalte 1 Euro bei 4 mal 25 Cent und 2,10 Euro bei 6 mal 35 Cent. Addiere ich das zusammen, erhalte ich 3,10 Euro. Die Frage ist nun, wie viel bekommt er zurück? Also subtrahiere ich von den 5 Euro, die er bezahlt hat, die 3,10 Euro. Ich erhalte 1,90 Euro. Das kann ich gleich in die Antwort schreiben. Er bekommt 1,90 Euro zurück. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.